Hallo, ich bin die Uschi von Stempeln macht glücklich und heute möchte ich mit euch eine mittelgroße Geschenktasche basteln. Die hat die Maße 21 in der Breite, 19 cm in der Höhe und 6 cm in der Tiefe. Die hat den gleichen Verschluss, wie ich euch in der kleinen Geschenktasche gezeigt habe, und zwar hier diese versteckte Bänderlösung. Dann starten wir mal. Und zwar, wir brauchen einen Farbkarton, DIN A4, schneiden uns davon zwei Stücke zurecht mit den Maßen 23 x 10. Voilà, da ist noch ein anderer Riss drin. Ich kürze mir den DIN A4 Bogen auf 23 cm und schneide davon zwei Streifen à 10 cm ab. Den legen wir ein, dass wir die kurze Seite oben haben, und falzen ihn links und rechts bei 2 cm. Ich lege so an, dass ich hier drüben meine 2 cm Markierung habe, dann habe ich hier einfach mehr Auflagefläche. Und dann kann mir das Papier nicht verrutschen. Und auf der langen Seite falzen bei 4 cm. Und das gleiche mit dem anderen, auf beiden Seiten von 2 cm eine Falz ziehen. Und auf der langen Seite bei 4 cm. So, dann nehmen wir uns die Schere und wir schneiden diese zwei kleinen Laschen hier raus und schrägen die Seiten jeweils ein kleines bisschen an. Und auch ein ganz kleines bisschen hier oben anschrägen. Und das gleiche machen wir auch beim zweiten Stück. Den Papierrest schubst mal auf die Seite. So, und dann legen wir es in die Schneidemaschine nochmal ein. Und zwar bei, wir haben insgesamt 10 cm, also bei 5 cm, das ist die Mitte. Machen uns hier in der Mitte eben eine kleine Markierung. Und gehen von der Markierung, ja, und jetzt machen wir die Markierung schnell mal wieder weg, weil wir drehen das Ganze um. Also wir haben hier unsere Falzlinien und drehen das einmal um, dass wir jetzt hier diese Bergfalz haben. Also hier haben wir jetzt die Talfalz und auf der Rückseite die Bergfalz und legen so ein, dass wir jetzt die Bergfalz oben haben. Bei 5 cm markieren es in der Mitte. Und dann gehen wir her und machen eine Falzlinie von der Mitte bis zu der Kreuzung aus den beiden Falzlinien. Und wir machen es aus dem Grund auf der anderen Seite, weil wir quasi andersrum reinfalzen. Ich zeige es euch gerade mal hier. Und zwar, weil wir hier diese Falz nach innen, also hier ist die Falz so rum und hier wird sie andersrum geknickt. Und dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite, von der Mitte bis zum Eckpunkt der beiden Falzlinien. Und das gleiche auf dem, also die Talfalz umdrehen, dass uns die Bergfalz anschaut, bei 5 cm wieder anlegen, in der Mitte markieren und von der Markierung bis hier zum Kreuzpunkt der beiden Falzlinien, eine Querfalz machen und das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. So, und dann brauchen wir noch Designerpapier.
Wir brauchen zwei Stück mit den Maßen 22 x 30. Ich habe mich hier für dieses nachtblaue Papier entschieden aus dem Designerpapier Filigrane Blumen, das es gerade noch bei der Celebration gibt. Nur noch bis 28. Februar. Denkt dran, wenn ihr auch das Papier noch sichern wollt. Also wir schneiden ein Stück in 22 cm ab. Und kürzen das Ganze auf 30 cm. Beim zweiten machen wir es genauso. 22 cm auf 30 cm. So, und dann lassen wir es so drin, dass wir es auf der langen Seite bei 5 cm und bei 24 cm falzen müssen. Bei 5 und 24. Und das gleiche machen wir auch bei dem zweiten. Lange Seite falzen bei 5 cm. Und bei 24 cm. So, und wir können uns jetzt gleich, da können wir nämlich gleich den Boden verstärken. Das hat mir eine Demo-Kollegin gesagt, dass es sinnvoller ist oder dass es einfacher zum Handeln ist, wenn man gleich hier die Bodenverstärkung aufklebt. Und da schneiden wir uns jetzt mal ein Stück von 5,5 cm. Moment, wir brauchen aber 22 cm. 22 cm mal 5,5. Ich schneide mir jetzt hier mal 5,5 cm ab. Und dann 22. Probieren wir jetzt einfach mal, ob das so besser geht. Jetzt falzen wir erstmal alles nach. So, hier oben haben wir die 5 cm Seite, da kommen nachher unsere Löcher rein für die Bänder. Und das hier unten ist der Boden. Und da kleben wir das jetzt gleich mal auf. Vielleicht, dass wir es einfach noch 2 mm kürzen. So, genau. Das kleben wir mit. Am besten mit Flüssigkleber, dann können wir es noch ein bisschen hin und her ruckeln. Genau. Dann falzen wir unsere Seitenteile nach, und zwar hier, wo die Talfalz ist, das kriegen wir nach hinten. Auf beiden Seiten und der Bodenlasche unten. Und diese knicken wir genau andersrum. Also, dass unsere Seitenteile so ausschauen. Die beiden sind nach hinten geknickt, die nach vorne und das auch nach hinten. Also diese Bergfalz, also da, wo ihr die Rille seht, das wird nach hinten geklappt. Und hier machen wir es genau andersrum. Hier ist hier hinten die Rille. Da knicken wir es nach vorne.
So, dann legen wir unsere Seitenteile mal auf die Seite. Und dann nehmen wir eine Lochzange und markieren uns hier oben, jetzt muss ich gerade mal nachmessen, bei der anderen Tasche. Da habe ich links und rechts jeweils 4 cm genommen. Also machen wir uns eine Markierung bei 4 cm von links und rechts. Also nicht hier unten in die 6 cm Lasche, sondern hier oben in diese 5 cm Lasche. Ein Bleistift sieht man jetzt natürlich nicht so prickelnd auf dem Papier. Aber kriegen wir schon. Und dann stanzen wir an der markierten Stelle mit einer Lochzange einen Halbkreis aus. Oder das ist jetzt schon viel mehr Dreiviertelkreis. So dass wir später von hier die Bänder durchführen können. Das gleiche machen wir auf dem zweiten Teil. Wieder bei 4 cm von außen eine Markierung. So, dann können wir auch schon ans Vorbereiten für die Bänder gehen. Und zwar, hier haben wir jetzt unsere Löcher und hier an der Stelle machen wir zwei Streifen mit doppelseitigem Klebeband fest. Nur so, da reicht so ein Zentimeter, 1,5 cm, zwei Stück übereinander. Und dann hier oben, wo die Lasche dann am Schluss nach innen geklappt wird, machen wir uns auch einen Streifen hin. Das gleiche auf dem zweiten Teil. Und jetzt muss ich gerade feststellen, ich habe hier die Papierrichtung, ist unterschiedlich. Hier zeigen die Blümchen in die Richtung und hier in die Richtung. Aber ist nicht so schlimm, wenn die Tasche nachher zusammengefaltet ist, dann fällt es jetzt nicht mehr so stark auf. Also wenn ihr ein Muster habt, das außen ist, bitte darauf achten, dass ihr die Laufrichtung vom Muster einhaltet. So, dann nehmen wir uns jetzt unsere Seitenlasche und hier haben wir diesen 6 cm Boden, da muss später dieses Teil hier ran und hier oben, wo wir die Klappe haben, die 5 cm mit den beiden Löchern drin, da bleibt oben frei. So, ich drehe mir das jetzt so rum, dass ich es hier einfach besser aufkleben kann, also damit ich es besser sehe, wo es hinkommt und mache mir hier einen Streifen doppelseitiges Klebeband hin. Ihr könnt aber auch gerne einen Flüssigkleber nehmen, wenn ihr euch nicht ganz so sicher seid und meint, ihr müsst es dann noch ein bisschen hin und her ruggeln. Auf der drüberen Seite machen wir auch gleich ein. Und dann machen wir auf dem zweiten Teil auch gleich schnell noch das Klebeband hin. Dann legen wir es uns so hin, also hier ist die 6 cm Lasche, hier unten ist auch die Klebelasche, hier oben, wo unsere Löcher sind, hört es mit der Falzkante auf.
Jetzt muss ich es einmal umdrehen, weil ich muss jetzt aufstehen, sonst sehe ich es leider nicht, wo ich hinklebe. Dann nehmen wir das zweite Teil, das kommt dann hier drauf. Also auch wieder achten, dass die Löcher in die Richtung zeigen. Dann kommt das nächste Seitenteil dran. Und dann verschließen wir es hier. Und dann können wir jetzt auch schon den Boden kleben. Ich biege das hier kurz nach außen, die oberen Einstecklaschen, damit ich das hier, damit es einfach besser einen Stand hat zum Kleben. Und da schmiere ich mir jetzt auf die kleinen Seitenlaschen etwas Tombow, klappt es mit dem verstärkten Boden ein. Gib hier auf die äußere Lasche Flüssigkleber. Und klapp es zu. So, dann drehe ich es um und gehe mit einem großen Stempelblock in die Tasche und drücke es mir schön fest. Und hier habe ich jetzt gepfuscht, sehe ich gerade. Da habe ich es nämlich unten nicht bündig geklebt hier. Das ist jetzt schlecht. Versuche ich das gerade noch mal ein bisschen anzulösen. Das macht ihr natürlich besser, aber wie gesagt, ich habe es von oben. Ich muss mich da hinstellen, sonst sehe ich nicht wegen der Kamera, was ich mache. Und da ist es ein bisschen schwierig, genau zu treffen. So, fällt kaum auf. Innen noch mal richtig festdrücken. Ja, passt. Genau. Okay. So, dann nehmen wir Bänder. Sofern ich bei mir die Verpackung aufkriege. No. Es will nicht so, wie ich will. Ist etwas unwillig. Jetzt hat. Und zwar, wir brauchen zwei Stück mit den A35 cm. Jetzt habe ich natürlich meine Nadeln wieder vergessen. Wie soll es auch anders sein? So.
Wir fädeln von hinten das Band ein, richten uns das gerade und lassen hier ungefähr 1,5 bis 2 Zentimeter stehen und ziehen von dem doppelseitigen Klebeband die Trägerfolie ab und kleben das fest, dass es hier so ausschaut. Dann fädeln wir durch das zweite Loch unser Band durch. Wir richten es uns so, dass es gerade ist, also dass es nicht verdreht ist, und lassen auch hier auf der Seite einen Rest von 1,5 bis 2 Zentimetern stehen. Ziehen das doppelseitige Klebeband ab und fixieren auch das Band. Zumindest theoretisch, praktisch will es gerade nicht. So. Genau. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ziehen auch hier unser Band rein. Lassen auch wieder so 1,5 bis 2 Zentimeter überstehen vom Band und kleben die fest. Und drehen es uns auch hier wieder hin, dass es gerade liegt. Ziehen es uns wieder passend hin. Klebestreifen weg. Und das Band schön hinkleben. So, und damit es jetzt wirklich bombenfest hält, gebe ich hier nochmal auf das Klebeband Tombow drauf, ziehe mir das Klebeband ab und mache auch hier nochmal Tombow drauf und klappe das nach innen und drücke das schön fest. Jetzt kann uns das Band nämlich auch nicht mehr raus. Also hier auf das Band nochmal Tombow drauf. Weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt. So, also da nochmal schön Tombow drauf auf beiden Seiten. Hier ziehen wir auch das Klebeband ab. Machen auch noch mal Tombow drauf und dann klappen wir es nach innen und drücken es gut fest. So, und jetzt ist unser Täschchen eigentlich schon fertig. Jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen Deko. Und da habe ich mir, wo habe ich sie denn hingelegt? Aus den Stanzformen Basics mit Pep habe ich hier von diesen quadratischen, habe ich das größte in Savanne ausgestanzt. Und das zweitgrößte habe ich in Nachtblau wie die Seitenteile ausgestanzt und habe da so ein bisschen Goldfarbe drauf gesprenkelt. Und dann habe ich mir noch ein nachtblaues Herz mit Gold angemalt und das machen wir auch noch oben drauf. Als erstes klebe ich das kleine Quadrat auf das größere drauf.
Und dann schaue ich, dass ich hier ungefähr in der Mitte bin. Ja, müsste so passen. Drück mir das gut fest. Und dann mache ich noch mein Herzchen. Das ich übrigens mit der Stanze Rustikaler Strauß ausgestanzt habe. Das ist total süß. Das findet ihr im aktuellen Mini-Katalog. Frühjahr, Sommer 2023. Schon ist unsere mittelgroße Geschenktasche fertig. Und dieses Nachtblau, also normal ist ja Blau nicht so wirklich meine Farbe, ja, aber mit dem finde ich das mega. Und mit dem Savanne, schaut es richtig cool aus. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dann, tschüss.